Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 11. August. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen, der DAX, der Nasdaq 100 und Rohöl Brent nach den Lagerbestandsdaten, die gestern bei Rohöl für die USA wieder mal auf den Tisch kamen. Wir fangen aber mit dem DAX an. Tja, ist das jetzt der Befreiungsschlag oder ist er es nicht? Das Problem ist, wir haben zwar nur ein Minus von 42 Punkten, aber es gibt da doch ein paar Haare in der Suppe, die man sich angucken muss. Zum einen ist doch recht bemerkenswert, dass die Handelsspanne sehr gering war. Die lag bei 73 Punkten am gestrigen Mittwoch und das nach einer solchen Rallye. Weder richtig Gewinnmitnahmen noch eben Anschlusskäufe waren zu verzeichnen, aber die Umsätze, die waren nur ganz unwesentlich niedriger als bei dieser Rallye von 260 Punkten am Dienstag. Und das deutet schon an, dass da durchaus Leben in der Bude war, nur konnte das die Kurse nicht wirklich bewegen. Anschlusskäufe und Gewinnmitnahmen hielten sich in etwa die Waage und dass es dabei ein Minus von 42 Pünktchen gab, ist nicht unbedingt entscheidend. Hätte auch ein kleines Plus werden können. Der Punkt ist, dass es eben doch jetzt nach diesem Ausbruch nicht einfach einhellige Zustimmung zu diesem Ausbruch gab, sondern dass da einige sehr wohl erkannt haben, dass der DAX eigentlich ziemlichen Gegenwind verspüren müsste. Denn der Goldpreis, der stieg am Mittwoch und auch die Anleihekurse. Und die Wall Street zog schon wieder nicht mit. Da ging es ins Minus am Mittwoch. Und ein fallender Ölpreis war genauso wenig günstig wie der wieder anziehende Euro. Und so haben wir eine Konstellation, in der der DAX so ein bisschen alleine steht. Zumal, wir hatten es gestern Morgen ja schon hervorgehoben, selbst der Euro Stoxx 50 und damit der Rest der europäischen Aktienindizes letzten Endes mitgeschleppt wurde. Denn der ist nur deswegen immerhin 1,5% am Dienstag gestiegen und damit trotz alledem 1% weniger als der DAX, weil die Top 10 zu 90% von DAX-Werten besetzt waren. Das könnte also schon ein Problem werden. Und so betrachtet ist, auch wenn es charttechnisch Luft hätte bis 10.860 Punkte, wo das Zwischenhoch vom Januar ein nächster Widerstand wäre, ist diese Situation nicht ganz ungefährlich. Deswegen würden wir den Stop-Loss weiterhin eng fassen, was hieße, den noch einmal von zuletzt 10.340 auf 10.440 Punkte nach oben zu nehmen. Der Blick auf den Nasdaq 100, der zeigt auch, dass wir dort nicht so ganz ohne Probleme unterwegs sind. Eigentlich ist das ja nicht schlecht, was wir hier sehen. Das ist das super langfristige Bild seit Ende 1998 auf Monatsbasis. Und wir sehen, wir stehen ganz unmittelbar davor, das sogenannte Dotcom-Crash-Trauma zu bewältigen. Damals, als man dachte, die New Economy würde alle Regeln an der Börse über den Haufen werfen, die Kurse nur noch steigen und dann im März 2000 eines Besseren belehrt wurde, als es in zwei brutalen Schüben senkrecht nach unten ging und der Nasdaq 100 über 75% seines Wertes verlor. Ja, in der Zeit, da hatte man sehr, sehr viele, sehr hohe Umsätze und es mag natürlich sein, dass der eine oder andere noch darauf wartet, jemals seine Einstiegskurse wiederzusehen. Aber im Großen und Ganzen ist diese Marke einfach psychologischer Natur. Sie liegt bei 4.816 Punkten. Das war damals im März 2000 der Verlaufsrekord dieses Index, der im Gegensatz zum S&P 500 und zum Dow Jones diese alten Hochs immer noch nicht überwunden hat. Und jetzt ist er nur noch einen Katzensprung davon entfernt. Wo also soll das Problem liegen? Nun, wenn wir uns den Tageschart ansehen, erahnt man die Problematik. Denn ein Kursziel und diese 4.816, das alte Verlaufshoch, ist ein solches, ist eben ein Ziel und nicht unbedingt eine Etappe. Das heißt, wenn ein Ziel erreicht wird, dann kann man auch eben die Waffen strecken oder, anders formuliert, Gewinne mitnehmen. Und kommt es da wirklich auf 2, 3, 4 Punkte, auf 0,1% an? Das ist die interessante Frage. Für manche wahrscheinlich nicht. Denn wir hatten am Dienstag ein Hoch bei 4.811 Punkten. Es fehlte also 0,1%, etwas mehr, bis zum Erreichen dieser berühmten Zielmarke. Und dann war es eben vorbei mit der Herrlichkeit. Keine Aufbruchsstimmung, keine Kaufwelle.
Und gestern ging es dann auch nur leicht, aber immerhin 0,26% nach unten. Auch da wollte niemand so recht zugreifen. Warum? Nun, weil man sich sagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass dieser Index höher läuft. Gar kein Thema. Es erfreut mich zutiefst, denn immerhin, wir haben ja unser Portfolio voll und dementsprechend sollen wir Kursgewinne recht sein. Aber selber kaufen, naja, also auf dem Niveau doch nicht. Wenn genug Anleger so denken, ja dann, wo sollen dann die Käufe herkommen? Wo soll dann nach dem Erreichen dieses Ziels der Break darüber und eine Kaufwelle kommen? Wir haben ja gerade bei S&P 500 und Dow Jones gesehen, dass der Break über die alten Hochs nicht zu einer nennenswerten Rallye geführt hat. Und da ging es weniger kräftig nach oben im Vorfeld, als wir es hier gesehen haben. Denn von 4.180 Punkte Ende Juni bis auf über 4.800 Punkte, das ist eben schon eine ganz schöne Hausnummer von gut 15%, ohne eine nennenswerte Korrektur. Und das hat dazu geführt, dass der RSI nicht als einziger markttechnischer Indikator in der überkauften Zone liegt und einen Top auszubilden scheint. Das Interessante am RSI ist, dass der solche Wendepunkte gerne mal im Vorfeld ausbildet und dementsprechend, gerade wenn es negative Divergenzen sind, sprich ein neues Hoch, nicht durch ein neues Hoch im Indikator begleitet wird, wie eine, ja, klar, sagen wir mal, halbe Glaskugel fungiert. Denn das klappt nicht immer, aber manchmal. Beispiel hier im Januar, Februar, als der RSI das neue Tief Anfang Februar beim Nasdaq 100 nicht bestätigte und das eine gute Basis war für eine kräftige Rallye. Hier haben wir nun ein nicht bestätigtes neues Hoch. Vorsicht ist also auch hier angebracht, denn je mehr Marktteilnehmer das hier als Ziel ansehen und je geringer die Kaufneigung da oben wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich immer mehr Akteure überlegen, auf diesem Level zumindest mal ein paar Positionen zu reduzieren. Hier würden wir allerdings bei einem Stop-Loss bei 4.700 Punkten bleiben. Den hatten wir zuletzt dorthin platziert und mittlerweile ist die 20-Tage-Linie dort angekommen und wird im heutigen Handelsverlauf diese Marke von 4.7 auch überschreiten, sodass wir die mit dem Stop-Loss mit einfangen. Das macht Sinn. Zukäufe würden wir in dieser Konstellation aber nicht einmal dann vornehmen, wenn wir die 4.816 auf Schlusskursbasis überwinden würden, denn solange die Markttechnik in einer solchen Konstellation steht, macht es einfach keinen Sinn, auf der Long-Seite aktiv zu werden. Da braucht es vorher eine entsprechende Bereinigung. Der sinkende Ölpreis mag nicht mehr so eng an die Aktienmärkte gekoppelt sein wie zuvor, aber unbemerkt blieb das hier sicherlich nicht. Ein Minus von 2,5%. Basierend auf den am Nachmittag um 16.30 Uhr veröffentlichten Bestandsdaten für die USA. Die Lagerbestände sind gestiegen um gut 1 Million Barrel. Erwartet hatte man einen Rückgang von 1 Million. Das ist jetzt nun wirklich nicht die Welt. Wir hatten im Jahresverlauf schon einmal einen Anstieg von über 10 Millionen Barrel und ein paar Mal über 8 Millionen pro Woche. Und da ist ein Anstieg von 1 Million ja nun wirklich nicht entscheidend. Gut, ist er im Prinzip nicht. Auch wenn es das dritte Mal nacheinander war, dass die Lagerbestände in den USA stiegen. Vorher waren sie immerhin 9 Wochen am Stück gefallen. Der Punkt ist, dass immer mehr Marktteilnehmer sich dieser Meinung anschließen, die dazu geführt hat, dass die Kurse überhaupt trotz zuvor sinkender Lagerbestände sukzessive nach unten liefen. Und zwar der Meinung, dass zwar die Nachfrage nach Rohöl wieder sukzessive anzieht, dadurch aber ein Überangebot provoziert wurde, indem all diejenigen Förderer, die einige Förderstätten, wo es möglich war, stillgelegt hatten aufgrund der niedrigen Preise, jetzt versuchten, sich die guten Kurse zu sichern, indem sie all diese Förderstätten wieder in Betrieb nahmen und dadurch das Angebot blitzschnell über die auch trotz alledem gestiegene Nachfrage hinausging, sodass man trotzdem jetzt ein Überangebot hat. Dieses Denken wurde zumindest mal durch diese Lagerbestandsdaten von gestern bestätigt. Und es ging natürlich um reines Trading, um die Charttechnik. Und da hatten wir eine heiße Schlacht geschlagen, denn gleich 3 wichtige Chartmarken standen im Feuer. Von unten herangelaufen war der Ölpreis an die 200-Tage-Linie, die 20-Tage-Linie und das markante Zwischentief vom Mai. Dort blieb er hängen und drehte nun wieder nach unten, sodass alle 3 Marken per Mittwochabend unterschritten sind. Wir hatten einen Stop-Loss bei $45,50 angesiedelt, orientiert auch und gerade an der 200-Tage-Linie. Da wäre man nun also aufgrund der Hochs von Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils ausgestoppt worden. Aber in dieser Konstellation kann man sich aus unserer Sicht durchaus überlegen, mit einem einigermaßen engen Stop-Loss hier gleich wieder auf der Short-Seite aktiv zu werden. Denn kurzzeitig drüber gelaufen ist der Ölpreis jeweils, aber er hat nicht drüber geschlossen. Und
Dementsprechend ist das hier durchaus ein Szenario, das dazu führen kann, dass nun im nächsten Anlauf die Unterstützungszone bei $39,50 angesteuert wird. Kann heißt nicht müssen, aber mit einem engen Stop-Loss könnte man diese Überlegung, wenn man ein bisschen agiler, aggressiver handeln möchte, durchaus sich stellen. Das hieße, ein Einstieg auf der Short-Seite mit einem Stop-Loss so eng wie möglich, und das wären ein Stop-Loss von $46. Das wäre knapp über den jeweiligen Tageshochs von Montag, Dienstag und Mittwoch. Die bullische Variante hat im Augenblick jetzt erstmal das Nachsehen, sollte aber nicht ganz aus dem Auge verloren werden. Hier bedürfte es eines Breaks über diese Juni-Abwärtstrendlinie. Das wäre hinreichend deutlich der Fall mit einem Schlusskurs über 47,50. Aber im Moment steht das eben nicht zur Debatte. Im Augenblick ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ein wenig größer, dass wir in Richtung knapp unter $40 laufen. Schauen wir mal, ob das auch der Fall sein wird. Soweit der Überblick zur Wochenmitte. Ja, die Aktienmärkte bleiben eine unklare Situation. Da ist offen, ob es tatsächlich zu weiter steigenden Kursen kommt oder ob womöglich die Wall Street dann sogar den nach vorne gepreschten DAX wieder einholt. Wir werden erste Tendenzen zu berichten haben heute Mittag in der Ausgabe zur Halbzeit des Handels in Europa, dem ING Markets Chartflash um 13 Uhr. Und den gesamten heutigen Donnerstag schauen wir uns dann morgen früh an, in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail rechtzeitig morgen früh vor Handelsbeginn um 9. Bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.